Gut. Doğru halde bunun tankı mı undicht? Hadi lan. Vallahi yer acayip hep benzin. Echt jetzt? Abi. Ach du Sch. Die haben einen Tank eingebaut und ich glaube, die haben die Dichtung nicht richtig reingemacht. Willkommen bei Kfz40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es um mein BMW. Wie ihr es im Intro schon gesehen habt, wir haben Benzin verloren. Wir machen jeden Tag Livestream von 22 bis 0 Uhr. Wir müssen die 2000 Kilometer voll machen, damit wir diesen Atonium-Test machen. Ja, wir müssen noch 400 Kilometer fahren, dann gibt es einen Ölwechsel. Danach werden wir 1000 Kilometer nochmal fahren, dann haben wir die 300.000 voll. Und dann fahren wir nach Mitje und werden mit dem lieben Andreas einmal die Messung durchführen und gucken, ob Atonium was bringt oder nicht. Ihr wisst, ich bin bei der ganzen Sache neutral, wie die Schweiz. Warum wir das Ganze so machen, dass wir jeden Tag die Livestreams machen, damit wir das hier später einbauen können. Ich zeige euch das ganz kurz. Ihr seht, es ist was Orangenes für den BMW. Mehr dazu in einem anderen Video. Was ist passiert? Vor dem Livestream wollten wir natürlich tanken. Der liebe Mahmoud hat dann gesagt, ey, ich tanke heute für dich. Aber dann haben wir kurze Zeit später gemerkt, das Ding tropft und er hat nicht wenig getropft. Hier seht ihr, das war gestern noch ein Livestream. Und später haben wir natürlich gemerkt, dass der genau da oben rausläuft, das Ganze. Was machen wir jetzt? Die Benzinpumpe werden wir jetzt ausbauen. Ja, da begrüßt er mich hier und die Dichtung uns erstmal anschauen und gucken, was das Ganze hat. Wird interessant. Erstmal machen wir Batterie dran und schauen, wie viel Benzin der verbraucht hat. Oh mein Gott, wer sitzt denn hier? Mahmoud, das ist keine Beine oder was? Und dann noch voll hoch. Ach, guck mal, ganz wenig runter gegangen. Hier, wie ihr seht, das Ganze haben wir hier verloren. Es ist nicht viel. Doch, verliert der? Hier vorne. Ja. Ja? Ja, der verliert da. Ja, der tropft jetzt ganz, ganz, ganz wenig. Also es sind ein paar Tropfen auf jeden Fall. Das Ding ist hier überall feucht. Überall Benzin. Bin ich mal gespannt, ob das die Dichtung ist oder was anderes ist. Kannst du mir bitte den Schraubenzieher bringen? Also hier war schon einer dran. Man sieht das halt von der Schelle. Das müssen wir machen. Ich brauche noch einen Lappen, bitte. Ja, kann man das irgendwo festmachen. Ach, hast gesehen, wie schnell er sich gelockert hat? Oh. Nee, der war auf jeden Fall nicht fest. Dichtung falsch rum einbauen? Nein, kann man auch nicht. Hier haben wir so einen leichten. BMW angerufen. BMW hat dieses Teil heute nicht da, aber wir wollen ja heute von 22 Uhr bis 0 Uhr streamen, die ganze Woche. Also kann ich nicht bis morgen warten, aber ich habe ja noch den anderen BMW. Und da werden wir das Ganze nochmal ausbauen und gucken uns das nochmal an. Und ich werde das Ganze einmal wechseln, weil den anderen werde ich ja wieso niemals foltern. Ich glaube, der hat sowieso keinen Sprit mehr drin. Aber das ist das Problem, wenn du das Auto von einem Händler kaufst. Der war auf jeden Fall so verbaut. Wir gucken, kontrollieren das Ganze. Hier, auf jeden Fall, hier war gar nichts drin, ne? Zero. Ich glaube, das ist ein Zubehörteil. Ich sehe hier kein BMW-Zeichen. Der ist ein bisschen härter. Egal, ich werde das beides hier wechseln und werde es da einbauen und dann schauen wir mal, ob der danach noch tropft, weil wir haben ja gesehen, er tropft auf jeden Fall. Die Pumpe ist neu und dann schätze ich mal, dass die Dichtung beim Einbau falsch drauf gegangen ist. Jetzt siehst du, wie die Dichtung sitzt?
Und jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man die Pumpe ordentlich reinsetzt. Fest kommt ab. Jetzt starten wir einmal den Wagen, ob wir noch irgendwas verlieren. Wir müssen natürlich einen Test machen. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 1-2 Liter reinmachen. Ich habe heute noch ein Auto gekauft. Der Tank von dem war voll. Also wenn wir den ganz kurz absaugen und wenn einmal hier, ich sag mal so, ja, wir werden ungefähr 2 Liter versuchen reinzukriegen. Ich habe so ein geiles Auto gekauft, ihr glaubt es nicht. Es ist natürlich ein Mercedes, was ich gekauft habe. Gero wird sich reinsetzen. Tada! Ein rostfreier Mercedes. Rostfreier Mercedes. Vom Trommel. 200er Kompressor geholt mit sagenhaften 311.000 ist der gelaufen. 6-Gang. Aber guck mal, Tank. Halb voll. Geiler Motor, ich glaube 170 PS. Ich weiß nicht ganz genau. Zurzeit stehe ich hier auf Kompressor. Also Motor, Getriebe, technisch einwandfrei. Aber das Problem ist natürlich ich. Hier drüben, da. Also das Auto besteht aus 10% Metall und 90% Rost. SRS brennt und so weiter, aber ist auch nicht schlimm. Das Auto kommt auf jeden Fall zu Export. Der wird auch Tage abgeholt. Da werden wir auf jeden Fall erstmal den Tank entleeren. Das ist zurzeit Gold wert, weißt ja, ne? Ja? Du weißt, was die Benzinpreise kosten? Sind auf jeden Fall gestiegen. Ja, also wenigstens haben wir noch einen halb vollen Tank gehabt hier. Okay, das reicht. Das Ding ist gleich voll. Wir lassen das jetzt. Wir wollen ja auch nicht übertreiben, ne? Export soll hier noch auf die Rampe. Wollen ja auch nicht übertreiben. Ne? Hier spritzt er schön, schön rein. So, Alter! Es ist dicht. Also gestern hatten wir echt einen Schock gehabt. Also das ist ja auch sowas, ist lebensgefährlich. Ich muss die Pumpe sowieso jetzt bald wieder abbauen. Hier werden wir noch einen kleinen Upgrade reinmachen. Ihr habt gesehen. Eine Pumpe ist erneuert worden und dann schätze ich mal, dass sie einfach die Dichtung einfach falsch reingesteckt haben. Also da komplett rausgeschossen. Und wir haben das leider gestern zu spüren bekommen. Nächstes Mal machst du das. Okay. Ja? Super, Dankeschön fürs Zuschauen. Bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein. Ciao.